Wir haben heute bei uns im Weltmuseum ganz besondere attraktive Gäste. Wir haben hier die Möglichkeit vom Weltmuseum eine Abschlussveranstaltung und Präsentation unseres Schulprojektes Wir sind total global zu präsentieren. Und im Zuge dieser Veranstaltung haben sich zwei Top-Sportlerinnen bereit erklärt, Autogrammstunden zu geben und die Jugendlichen zu informieren über ihre besonderen sportlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten. Also die Sportart heißt Jiu-Jitsu und das Besondere an unserem Wettkampfsystem ist jetzt das Duo-System, was wir zusammen ausüben. Wir zeigen sozusagen Kampftechniken möglichst realitätsnah vor und her, das aber in einer Geschwindigkeit, also bewertet werden die Geschwindigkeit, der kraftvolle Angriff, Effektivität, Realität und das Ganze in einem Paket wird dann eben von 5 verschiedenen Kampfrichtern bewertet und von 20 Techniken, die wir sozusagen eintrainieren, die so wie in den Kampfsport, also wie in den Kampfszenen im Fernsehen zu sehen sind, werden dann 12 auf der Mattenfläche gezogen. Also wir wissen noch nicht, was wir herzeigen müssen. Wir kämpfen gegeneinander eben. Das schaut dann, also sollte eben so ausschauen wie ein sehr, sehr richtiger Kampf, auch mit Körperkontakt und mit Reaktionen, ja, mit Kampfschrei. Es ist nicht Sinn der Sache, dass man dem Partner eigentlich, der eigentlich das Gegenüber ist auf der Matte, dass der K.O. geht, aber ein bisschen Schauspielerei muss dabei sein. Also man sieht halt, es ist immer ein Angriff dabei und eine Verteidigung halt. Einer greift also immer an und der andere verteidigt dann dementsprechend. Und der Mattenkampfrichter steht dann halt auf der Matte und sagt dann eine Zahl an und wir müssen das dann dementsprechend halt herzeigen. Wie seid ihr zu dieser Sportart gekommen? Was war für euch die Motivation, die Ursache? Und wie habt ihr es geschafft, solche Top-Leistungen immer wieder abzurufen? Ja, also zum Sport sind wir gekommen, als wir 5 Jahre alt waren, weil wir damals, als wir nach Österreich gekommen sind, im Pfarrhaus gewohnt haben. Und genau gegenüber war halt eben die Volksschule, wo der Turnsaal war. Und da sind wir immer mitgegangen mit den Kindern, weil die uns aufgefallen sind mit dem Jiu-Jitsu-Wandel. Sind wir mitgegangen und haben jedes Training zugeschaut. Und wir wollten schon damals mit 5 Jahren beginnen, aber es gab damals das Mindestalter 6 und somit konnten wir leider erst mit 6 Jahren beginnen. Und warum es uns so gefallen hat, war einfach die Vielfalt oder wie sich die Leute oder die Kinder dort bewegt haben und die ganzen Techniken, was sie da alles so gezeigt haben oder trainiert haben. Es hat uns so fasziniert, dass wir unbedingt anfangen wollten. Und warum wir es vielleicht so weit gebracht haben, jetzt von den sportlichen Erfolgen her, war einfach der Spaß eben am Sport und das ganze Training und das Ganze in einem Paket war dann, also ist dann, sag ich mal, die Karriereleiter gewesen. Weil ohne dass einem was wirklich Spaß macht und das Ganze zu trainieren stundenlang und ich glaube, würde das eh nicht gehen. Also das war vielleicht unser Erfolgsrezept, wie bei vielen anderen sicher auch. Wenn ihr junge Leute seht, die so 6, 7, 8 Jahre sind, Burschen oder Mädchen, ist das ein gutes Alter oder? Desto früher ein Kind mit einer Sportart beginnt, sag ich mal, ist auf jeden Fall viel besser. Weil man trainiert das irgendwie schon ein und man bewegt sich je nachdem. Und das wird einem schon, es ist schon gang und gäbe, zum Beispiel die Abläufe von den Techniken und so. Also die kriegen das schon intus und desto früher, desto besser. Und wenn Sie ein Interesse haben, wo können wir den Schülern und Eltern empfehlen, dass sie dann hingehen oder wo sollen sie sich dahin wenden für diese spezielle Sportart? Nach Pressbaum. Nach Pressbaum, okay. Na, es gibt natürlich viele verschiedenste Vereine. Also auch in Wien gibt es auch einen Verein, Alt-Erla zum Beispiel. Mhm. Es gibt eigentlich mehrere. Da bräuchte man einfach nur auf der Verbands-Homepage nachschauen. JVÖ. Okay. Ja. Ja, also ich habe als Kriminalbeamter natürlich recherchiert über euch. Ich weiß nicht nur, dass ihr hübsche Damen seid und hübsche Zwillingsschwestern seid. Eineiige Zwillinge seid, sondern dass ihr schon ganz, ganz große Titel erreicht habt, die normale Menschen nicht so leicht erreichen. Was habt ihr dann schon konkret erreicht? Also wir haben 2012 die Weltmeisterschaft gewonnen in Wien, dann die Europameisterschaft in Deutschland und ja, und 2013 war eben die EM und 2013 haben wir auch die World Games gewonnen. Das sind quasi die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten, die waren in Kolumbien. Und letztes Jahr waren auch die World Combat Games in St. Petersburg und die haben wir auch gewonnen. Das sind quasi auch die Olympischen Spiele, aber nur für Kampfsportarten, die nicht olympisch sind. Heuer haben wir wieder die Weltmeisterschaft, Ende November in Paris.
da wird auf jeden Fall Vollgas drauf hin trainiert. Okay, und wann ist das? Im November? Ja, Ende November, 28. November. Okay, wir haben uns hier bewusst hergestellt, weil wir natürlich unser Projekt, unsere Schulprojekte und unsere U-Projekte auch gefördert werden. Und ohne diese Förderer wären diese Projekte nicht möglich. Ich will jetzt einmal den Zusammenhang herstellen, gemeinsam lernen. Vielfalt ist ein wichtiges Thema bei Schulen. Und ihr seid die Prototypen, die die Leute, die Schüler, die Eltern motivieren und animieren, dass sie Sportarten ausüben. Wie kann man uns erreichen unter Facebook Fair und Sensibel Österreich? Habt ihr auch ein Facebook? Ja, also wir machen eine Facebook-Seite, die heißt halt Meneta Menessa Bicirovic, genau unser Name. Wie finanziert ihr euch? Mhm. Ihr seid Polizisten, da kann man einen gewissen Gehalt. Ich weiß, das ist aber nicht zu viel, nicht? Und ihr müsst sehr viel reisen, ihr müsst sehr viel trainieren, ihr braucht Trainer und, und. Und wir wissen alle, dass Profisportler sehr viel Geld brauchen, um das Ganze zu finanzieren. Mhm. Habt ihr schon eine Unterstützung von irgendjemand? Also das Innenministerium unterstützt uns eben sehr und das Sportministerium auch. Aber natürlich, da der Trainingsaufwand und die Kosten sehr hoch sind, wäre halt der ein oder andere Unterstützer nicht schlecht. Also